Also ich war verzweifelt, weil ich vorher einen Vorschlag gemacht hatte, das war im Mai 88, und wollte die Wirtschaftspolitik ändern in Richtung der besseren Beherrschung der gesamten ökonomischen Lage und vor allen Dingen der Beherrschung der Zahlungsbilanz. Ich hatte nur, um stichwortartig mal zu sagen, was ich dort dem Erich Honecker vorgeschlagen hatte, die Investition der Mikroelektronik zu beenden. Und die riesigen Investitionen, die wir dort aufgewandt haben, in den Verarbeitungsmaschinenbau zu investieren, weil wir mit dem Export von polygraphischen Maschinen, Textilmaschinen, Werkzeugmaschinen, von Nahrungs- und Nussmittelmaschinen gutes Geld verdient haben und einen riesigen Markt auch in westlichen Ländern hatten, um Valuta zu erwirtschaften mit hoher Rentabilität. Ich habe vorgeschlagen, allen Zuwachs von Mitteln für die Organe der Verteidigung, Sicherheit, Staatssicherheit, Armee, Polizei zu stoppen, also auf alles Nullrunden zu fahren, eine ganze Zeit lang, und dazu auch die Parteien und Massenorganisationen einzubeziehen, also auch die SED und auch die Gewerkschaft, und niemand sollte mehr einen Zuwachs bekommen, diese Mittel verwenden für die Verbesserung der Export-Import-Bilanz und auch für das Auffangen von Verschlechterungen in der Versorgung, die damals zu verzeichnen waren. Ich habe vorgeschlagen, die 20.000 Bauarbeiter, die von den Bezirken der DDR in Berlin eingesetzt waren hier, um die Palastrepublik oder Pionierpalast oder andere zentralen Bauten zu machen, zurückzuführen in die Bezirke und die verfallenden Wohnraumsubstanzen zu retten und zu reparieren. Ja. Und andere Maßnahmen, ich will das nicht im Einzelnen sagen, bis hin dazu, dass ich also die Subventionen eingeschränkt hätte, außer den sozialen Subventionen für Brot- und Grundnahrungsgüter, aber zum Beispiel eben keine Subventionen für Blumen oder Segelboote oder für was weiß ich, für alles, was subventioniert wurde. Die Subventionen waren von 8 Milliarden aus Ulbricht-Zeiten auf 58 Milliarden zu Honeckers Zeiten gestiegen, und das brachte das gesamte ökonomische Bild durcheinander. Und ich habe vorgeschlagen, auch die Wohnungsmieten an eine Norm des Wohnraumes zu binden und die Subventionen dafür und sonst die freie Miete zu kassieren, wenn jemand besser wohnen wolle. Villen und kleine Privathäuser sollten auch an Private verkauft werden. Ich hatte 13 solche Vorschläge gemacht, ich will es nicht alle aufzählen. Habe Honecker um ein Gespräch unter vier Augen gebeten, weil ich wusste, dass das nicht mit den Parteitagsbeschlüssen übereinstimmt. Und Honecker hat aber mir das Gespräch nicht gewährt und hatte dem Günter Mittag, dem Wirtschaftssekretär, mein Material gegeben, und der hat eine Stellungnahme gemacht, die mehr als doppelt so stark war wie meine Vorlage. Und mit allen vielen, vielen Beschuldigungen dann mit der Schlussfolgerung endete: diesen Vorschlägen des Genossen Schürer zu folgen, würde bedeuten, die Beschlüsse des 8. bis x-ten Parteitag außer Kraft zu setzen. Das hätte es wirklich bedeutet, ja, aber ohne das ist es eben nicht weitergegangen. Und als er dort das abgeschmettert hat, es gab ja niemanden, der da für mich gesprochen hat. Auch dann nicht, als im Ministerrat dieses Material behandelt wurde und ja die Leute der anderen bürgerlichen, anderen Bruderparteien da saßen, die also nicht an die Parteidisziplin der SED gebunden waren, haben nichts dagegen gesagt. Allerdings hat mir der eine oder andere, wenn es ein anderer nicht gesehen hat, auf die Schulter geklopft und gesagt: hast du gut gemacht, Gerhard, du hast Mut bewiesen. Aber das alleine half mir nichts. Und deswegen kam ich da auf die Idee, ich wusste nicht, wie ich es machen sollte, wie kann man als Kandidat und als Minister einer Regierung einen Generalsekretär absetzen, der über alle Macht verfügt, also über die politische Macht in der Partei als Generalsekretär, über die Staatsmacht als Chef des Staatsrates und über die militärische Macht als Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates. Und da habe ich mir dann überlegt, das kannst du nur machen, wenn du Grenz auf deine Seite bekommst, denn ihm unterstand zumindest die Anleitung der Armee und der Staatssicherheit und der anderen Organe. Die haben sich zwar weitgehend von ihm gar nicht sagen lassen, die waren direkt von Honecker die Anleitung bekommen. Und ich habe ihn deswegen eingeladen zu mir ins Wochenendhaus und habe ihm vorgeschlagen, dass ich in der kommenden Politbüro-Sitzung auftreten werde und vorschlage, Honecker abzusetzen, und Mittag und Hermann auch mit dazu, weil das seine Zuträger waren. Und ich würde dann den Egon Krenz, wenn er zustimmt, als Generalsekretär vorschlagen.
und selbst zurücktreten, damit keiner auf den Gedanken kommt, ich wollte für mich irgendetwas dabei herausschlagen.